Sind wir unter Gottes Fürstige? Wissen wir, was Taqwa, Bruder? Weißt du, was Taqwa, Bruder? Hör mal diese schönen Wörter von Talq ibn al-Habib. Er erklärt die Taqwa. Allahu Akbar. Er sagt, Taqwa Allah, أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو فيه ثواب الله. الله ist fürchtigen, dass du die Taten, die gute Taten machst mit dem Licht von Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Hidayah von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du hast die Hoffnung an Allah jalla fi'ulah, dass diese Tat angenommen wird. وتترك معصية الله على نور من الله تخاف فيه عقاب الله. Und du unterlässt die Sünde mit dem Licht von Allah, mit dem Hidayah von Allah. Und du hast Angst, nicht dass Allah nicht annimmt. Weißt du, was heißt Bruder? Weißt du, was bedeutet Bruder? Das heißt, لا حول ولا قوة إلا بالله. Jede sagt dieser Wort, Bruder. لا حول ولا قوة إلا بالله. Du machst die Tat mit dem Rechtleitung von Allah, mit Nur Allah subhanahu wa ta'ala, mit Hidayat Allah. Das heißt, ich kann keine Tat, keine gute Tat, ich kann nicht von schlechter Tat zu guter Tat, nur mit der Macht von Allah, mit dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. لا حول لي لا تحول لا حول لي من تحول من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى طاعة ولا قوة لي إلا بالله. Viele denken, ich mache keine Sünde, weil ich bin ein Sheikh oder ein Alim oder was weiß ich. Nein, Bruder, du bist nichts, Bruder. لا حول لك ولا قوة إلا بالله. تقوى الله بروده ديفيد ايفينت القران ان مياغ اشتال بروده. يا ذاكر الاصحاب كن متادبا.